Was regst du denn auf? Bloß weil du dich nicht zurückhalten kannst, soll ich meinen letzten Cent rausrücken? Aber du sagst doch immer, ich soll im schönsten Licht erstrahlen. Vielleicht liest du zur Abwechslung nicht bloß einmal die Frauenzeitschrift, sondern auch die Stromrechnung. Servus. Hammer ein kleines Liquiditätsproblem. Ja, wie bist denn jetzt du da reingekommen? Die Tür war offen. Na, auf den Strecken hin brauche ich jetzt erst einmal ein Bier. Und wegen deiner Stromrechnung, da gebe ich dir mal einen guten Rat. Wieso ist denn das Bier so brunswarm? Die Tür war offen. Harch, ich bin gestern bei den Stadtwerken drin gewesen. Lass mich raten, die Tür war offen. Konnte es sein, dass du ein wenig eine Überspannung hast? Das hättest du auch bei der Stromrechnung. Du bräuchst halt einmal eine positive Energie. Ich brauche einen gescheiten Berater, nicht ein Geschmarri da. Eine Energie. Ein Berater. Energie. Berater. Energie. Ein Energieberater. Von die Erlanger Stadtwerke suche ich doch. Zu positiven Nebenwirkungen fragen Sie Ihr Haushaltsbuch oder Ihren Geldbeutel.